Moin moin Leute, ich melde mich zurück vom Wasser, heute wieder mit dem Erik am Start. Wir sind wieder in den wunderschönen Elbtalauen. Wie ihr sehen könnt, ist der Wasserstand um einiges höher. Das Wetter ist sehr gut, der Luftdruck ist konstant geblieben ein paar Tage. Wir haben leichten Wind, schön bedeckt. Heute bin ich echt zuversichtlich, dass ich vielleicht endlich mal mein PB knacken könnte. Mir bleibt gar nichts anderes mehr zu sagen, außer ihr seid dabei, los geht's und ich bin heiß aufs Angeln. Versuch nochmal einzuleiern. Ja, relativ mit vielleicht einer kurzen Pause vom Ufer. Ruhig was ein bisschen mehr Druck mal, also ruhig so schnell wie eben gerade oder so. Das Wasser ist warm, die Hamburg. Oh Mann, da hat Erik in der ersten Buhne erst einen richtig heftigen Tock gehabt. Voll überschwert gefischt in 1,5 Meter tiefem Wasser. Vom Zander sehr wahrscheinlich. Und jetzt hat er gerade einen Stockfisch dran gehabt, hat schnell an der Wasseroberfläche eingeholt und dann kam ein Hecht vor den Füßen rein. Aber leider hing er nicht. Wir versuchen den Hecht bzw. den Zander jetzt nochmal schnell zu fangen. Und ja, hoffen wir mal, dass sie dann dran gehen. Jo. Jo. Na, ist kleiner, aber naja, bleib dran. Warte, und jetzt. Nice! Woo! Chaka! Danke fürs Keschern. So. Am besten gehst du ein bisschen mit runter, wegen Augenhöhe. Nice. Entschneidert mit einem süßen kleinen Flusshecht. Geil. Ja, Rot. Ja, nice. Hat wieder geklappt. Schöner kleiner Barsch. Auf dem 12 cm Köder. Also, der hat vielleicht höchstens 20 cm, aber der darf schnell wieder rein. Ich wollte euch jetzt einmal mein Tackle vorstellen, beziehungsweise die Sachen, die ich mit an die Elbe nehme. Als erstes meine Rute. Das ist eine Hurtie Rise. White Fight mit einer Länge von 2,65 Meter und einem Wurfgewicht von 10 bis 60 Gramm. Diese Rute hat eine ziemlich geile Spitzenaktion. Des Weiteren hat sie auch noch ein vernünftiges Rückgrat, wo ihr auch echt große Fische mit drillen könnt. Daran fische ich eine Quantum Exo in der 4000er Größe mit einer achtfach Geflecht drauf. Dann habe ich, hoffe man sieht es, ein Stahlvorfach. Naja, sieht man jetzt nicht, aber an einem Knotenlosverbinder montiert. Da es hier in der Elbe echt viele Hechte gibt und wir das ja heute auch schon wieder demonstriert haben, wäre es fahrlässig, auch jetzt für den Fisch nur mit Fluorocarbon zu fischen. Auch wenn man Strömungskante oder so fischt, es kann halt immer ein Hecht an die Rute kommen. Und wir wollen ja nicht, dass er dann den Köder im Maul behält. Somit weitgerecht angeln
und Fisch mit Stahl in der Elbe. Des Weiteren habe ich eigentlich gar nicht so viel dabei. Ich habe eine Kleinteilebox, wo Chiburashka-Teile drin sind, Chiburashka-Bleie drin sind, Quetschhülsen, Gummistopper, ein paar Finesse-Bleie, also für Dropshot oder Carolina oder Texas Rig und ein paar Single-Hooks. Dann habe ich eine Scale zum Messen der vermeintlich maßigen Fische. Eine weitere Kleinteile-Box, wo ich Gummiperlen, Glasrasseln, Tungsten-Nails, aber auch Snaps und die No-Nuts, also die Knotenlosverbinder drin habe. Da ich ziemlich viel abreiße und da die Elbe nicht direkt vor der Haustür ist, weiß ich halt immer nicht, wie viel Gramm an Jigköpfen ich brauche. Somit habe ich hier eine Box mit Jigköpfen in der Größe 3-0er, manche auch 4-0er, je nachdem, was ich für eine Größe an Ködern fische. Den 3-0er Haken nehme ich so bis 12 cm, etwas darüber nehme ich dann 4-0er und so ab 15-16 cm nehme ich dann den 5-0er. Jigköpfe habe ich von 5 bis 16 Gramm dabei, damit ist man eigentlich komplett abgedeckt. Zu dieser Zeit an der Elbe, für Hochwasser natürlich nicht, aber damit bin ich ganz gut aufgestellt und hat mir bis jetzt auch immer gereicht. Da es hier oftmals Rapfen gibt und ich die auch ganz gerne mal befischen möchte, habe ich mir hier so noch eine Kleinteilebox mitgenommen mit ein paar Jigspinnern oder normalen Spinnern. Des Weiteren habe ich zwei kleine Gummifischboxen dabei, relativ knalliges Dekor für Tage wie heute und einmal eine Box mit recht natürlichen Farben, aber auch wie oben gesehen ein paar knallige dabei. Damit bin ich eigentlich immer ganz gut aufgestellt, habe Köder so 10 bis 12 cm dabei und das reicht mir eigentlich komplett aus. Das war eigentlich mein Tackle, was ich so dabei habe. Natürlich habe ich noch meine Tasche dabei und einen Kescher und halt das Kamera-Equip. Jetzt geht's weiter ans Angeln. So Leute, wir sind jetzt an einen anderen Streckenabschnitt gefahren. Da hinten ging jetzt erstmal nichts mehr. Wir werden es jetzt an unserer altbewährten Stelle probieren, wo Erik auch seine großen Fische gefangen hat. Mal gucken, ob was kommt. Ihr seid dabei. Los geht's. Jo. Kleiner Hecht. Jawohl. Nice. Und schon ab. Nicht der erhoffte Zielfisch, aber immerhin wieder ein Fisch. Ein schöner kleiner Hecht. Aber der ist auf jeden Fall noch viel zu klein, der darf schnell wieder rein. Richtig geil. Zwar immer noch kein Zielfisch, eigentlich ist der Zielfisch ja der Zander, aber der wird bestimmt auch noch kommen. Ich bin happy, weiter geht's. Aber jetzt der Zander. Ich hatte gerade einen Hänger und wichtig ist nach dem Hänger auf jeden Fall, wir wollen ja einen spitzen Haken haben, den zu kontrollieren. Und gegebenenfalls mit einem so ein Wetzstahl in dem Sinne oder ein Hakenschärfer den Haken nochmal nachzuschärfen. Jo, ist wieder spitz. Nun kann es weitergehen. Der Erik ist jetzt schon vorgegangen. Er wird es ein bisschen innerhalb der Buhne probieren. Ich gehe jetzt hinterher. Boah. Hätte ich noch langes Haar, würde es im Wind wehen. Ach ja, mega nice. Jetzt kommt hoffentlich der Zander. Oh, Halleluja. Nice. Endlich ein Zander. Da hat es endlich geklappt. Zielfisch. Zielfisch. Nice.
Das war noch nicht die Größe, die wir wollen, aber kann ja noch werden. Wir haben fertig. Es sind ein paar wunderschöne Fische rausgekommen. Leider nur ein Zielfisch. Aber für die Elbe ist das gar nicht mal so schlecht. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis denne!